Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Ein 6-jähriger Bub hat heute Nacht bei einem Brand in Rankweil wohl seine Familie gerettet. Der Bub wachte gegen 3:30 Uhr früh wegen Brandgeruchs auf und weckte seine Eltern. In der Werkstatt neben dem Haus geriet ein Kompressor, vermutlich wegen eines technischen Defekts, in Brand. Die insgesamt 5 Personen in dem Haus konnten sich daraufhin ins Freie retten. Der Brand war von der Feuerwehr dann rasch gelöscht. Müssen Arbeitnehmer im Krankenstand für den Chef erreichbar sein? Der oberste Gerichtshof sagt ja, in bestimmten Fällen. AK-Direktor Rainer Keckeis kann das Urteil dahingehend nachvollziehen, wenn der Chef dringend Informationen braucht und ansonsten ein wirtschaftlicher Schaden für die Firma droht. Christian Loacker wird neuer Bürgermeister in Götzis. Die Nachfolge von Langzeitbürgermeister Werner Huber ist geklärt. Huber ließ heute wissen, dass Loackers Nominierung von der Ortsparteileitung abgesegnet wurde. Im September soll Loacker ins Amt gewählt werden. Huber hatte bereits angekündigt, bei der kommenden Gemeindewahl nicht mehr anzutreten. Und Riesenenttäuschung bei den beiden Vorarlberger Snowboardern Markus Scheirer und Alessandro Hämmerle. Nach einem souveränen Achtelfinale stürzte unsere Medaillenhoffnung Alessandro Hämmerle im Viertelfinale. Topfavorit Markus Scheirer ist bereits im ersten Run zu Sturz gekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.